2010 war ich für Generation Testbild in Glottertal. In diesem Ort im Schwarzwald, keine 20 Kilometer von der Freiburger Innenstadt entfernt, findet man den Drehort einer der erfolgreichsten deutschen Fernsehserien. Hoch über dem Ort thront der sogenannte Karlsbau, der als Kulisse für die Außenaufnahmen der Schwarzwaldklinik diente. Die meiste Zeit befand sich tatsächlich eine Klinik in dem Gebäude, wobei es sich allerdings um eine Kurklinik handelte. In den vergangenen Jahren kamen immer wieder Fans der Serie zu diesem Drehort, wodurch teilweise sogar der Klinikbetrieb gestört wurde. Inzwischen ist der Karlsbau wieder ein Klinikstandort. Ein weiterer wichtiger Treffpunkt für Freunde der Schwarzwaldklinik befindet sich unten im Ort im Café Schill. Über die Klaus-Jürgen-Russow-Brücke gelangt man in das Café, das im Laufe der Zeit zu einem regelrechten Schwarzwaldklinik-Museum gestaltet wurde. Wir haben mit dem Betreiber Rolf Fritz Schill gesprochen. Herr Schill, ursprünglich war dieser Betrieb ein Friseurbetrieb und teilweise ein Souvenirladen. Wann sind Sie auf die Idee gekommen, daraus ein Fan-Treff, ein Café für Schwarzwaldklinik-Fans zu machen und wie war der Erfolg anfangs? Naja, es war natürlich so, durch diese Geschichte, die meines Erachtens einmalig ist, hat sich natürlich unser Leben total auf den Kopf gestellt. Und ich habe mich der Sache gestellt. Ich habe mir gesagt, diese Situation muss man so lange in den Händen festhalten, wie es nur geht. Und das ist mir auch gelungen. Und dann stand ich natürlich eines Tages an der entscheidenden Frage. Ich kann nicht drei Herren dienen, beziehungsweise Kaffee, Souvenir und Friseur. Und habe somit 1968, 69 habe ich den Friseurberuf aufgegeben. Und habe aus diesem Raum ein Souvenirgeschäft gemacht und hatte hier über Jahre Souvenirs verkauft, was ein sehr großer Erfolg war. Aber jetzt hat sich das doch sehr nach unten bewegt, die letzten Jahre. Und ich dachte mir, was mache ich aus diesem Raum? Dieser Raum steht im wahrsten Sinne des Wortes leer. Und in all den Jahren haben sich doch ganz viele Dinge angehäuft. Viele, viele Bilder, viele Erinnerungsstücke, die diese fantastische Serie eigentlich so ein bisschen am Leben halten. Dann dachte ich mir, warum soll ich das nicht auch als Dankbarkeit ein bisschen betrachten und dieser, wie gesagt, einmaligen Geschichte ein bisschen zum Weiterleben verhelfen und das in Dankbarkeit wachhalten. Und dann habe ich so eine Art kleines, naja, man möchte es. Könnte es vielleicht als Museum bezeichnen, habe ich daraus gemacht. Und die Fans sind ganz begeistert, wenn die Leute, die kommen, es gibt immer noch einige, die auf den Spuren wandeln. Und die sind natürlich begeistert, weil sie hier dann wirklich vorfinden, was sie suchen. Weil letzten Endes hat sich um die Klinik herum doch einiges doch so verändert, dass nicht mehr so viel direkt an diese Geschichte erinnert. Kommen wir nochmal zurück zum Start der Schwarzwaldklinik in den 80er Jahren. War dann gleich von Anfang an hier ein großer Betrieb? Das war so, also damals war, ich bin ja mehr oder weniger doch hinter diesen berühmten Hecken, also weg von der Hauptstraße, an einer Straße zur Klinik gelegen, die mir mein Geschäft nicht sehr positiv, also ich war nicht sehr gut gelegen von dem Geschäft her. Und nun, als 1984 damals die Dreharbeiten begannen, hatten wir wohl was wahrgenommen, dass die Produktionsfirma Polyphon, dass die Wagen an unserem Haus vorbeifuhren und man hörte so ein bisschen, dass da oben ein Film gedreht werden sollte. Und naja, man hatte ja keinen direkten Bezug dazu. Es war erst als 1985 dann die Erstausstrahlung war im Oktober. Das war wie ein mittleres Erdbeben, denn plötzlich, das war mir klar, das ist ja unmittelbar in unserer Nähe. Und jetzt plötzlich standen wir im Mittelpunkt. Und das war schon ein Phänomen, das ist eine einmalige Geschichte. Plötzlich kamen diese Leute, die wir all die Jahre vermisst haben, an unserem Haus vorbei. Weil, wie gesagt, nicht an der Hauptstraße, geschäftlich schlecht. Und dadurch bin ich auch heute immer noch, stehe ich dankbar
hinter dieser ganzen Geschichte und habe heute noch tollen Kontakt zu Herrn Rademann, dem Produzenten. Und ich habe ihm immer wieder bekundet, wie froh, dass ich bin. Denn letzten Endes hat die Geschichte mein Geschäft gerettet. Sonst weiß ich nicht, wo ich wäre. Es gab ja auch Zeiten, wo ganze Reisebusse hierher gefahren sind. Zu welcher Zeit war der größte Besucheransturm? Ja, also das ging eigentlich von Anfang an, ging das ziemlich gleich nach oben. Am Anfang kamen die Elsässer, also das benachbarte Frankreich, die kamen so täglich mit 3 bis 5 Bussen. Dann kamen vereinzelt auch die Schweizer, aber dann hatte sich das auch ein bisschen schon. Und es war toll, war viel Leben hier. Es kamen vereinzelt noch andere Regionen, auch Belgien und von Holland und so weiter. Aber es hat sich dann nach zwei, drei Jahren auch wieder ein bisschen normalisiert. Der richtige Boom, unbeschreiblich der richtige Boom, kam eigentlich erst 1989, als die Wiedervereinigung war. Und 1989 war die Wiedervereinigung und das war also ein unwahrscheinlicher Boom. Die waren ja alle in den Startlöchern. Es hat sich ja politisch so viel verändert. Und plötzlich, als die Grenzen aufgingen, kamen Busse. Und wir hatten einen Tag, das war der erste Tag der deutschen Wiedervereinigung, im Oktober, am 3. Oktober, da hatten wir über den Tag gesehen ungefähr 65 Busse. Das war unglaublich. Und zwischendurch und vorher auch gab es immer wieder Situationen, wo junge Ärzte das benutzt haben, um ihre Probleme aufmerksam zu machen, weil ja doch das Fernsehen immer hier präsent war oder das Waldsterben war ein Thema und alle diese Dinge. Und für uns war das also eigentlich nur positiv. Ich möchte nochmal auf den Schwarzwaldklinik Stein vor Ihrem Café zu sprechen kommen. Wie ist das überhaupt dazu gekommen? Wer hatte die Idee und wie ist dieser Stein entstanden? Na gut, diese Idee hatte natürlich ich. Es war so, dass ich irgendetwas, an die ich damals schon hatte ich gedacht, ich muss das ja festhalten. Und ich wollte der ganzen Geschichte irgendwo was in Dankbarkeit auch zeigen und für später dokumentieren. Und dann, es gibt ja in vielen, in Hollywood gibt es zum Beispiel diese Sterne oder auch zum Teil Füße und Händeabdrücke in Gips. Und ich hatte mich schon da auch damit beschäftigt, aber wollte mich nicht unbedingt ins Lächerliche begeben. Und dann dachte ich, ich mache irgendwas und dann kam ich auf die Idee, ein Stein. Der Stein, das ist Sandstein, das ist hier in der Gegend heimisch. Und da die Unterschriften reinzuschreiben, das wäre doch eine Sache, die lange, lange bleiben könnte. Und somit habe ich das gemacht, das war 1992. Und dadurch, dass ich das natürlich in die Öffentlichkeit bringen wollte, brauchte ich einen Schauspieler oder eine Schauspielerin. Und da ist eigentlich das erste Treffen 1992 mit der Frau Bauer, mit der Oberschwester, sogenannten Oberschwester Hildegard, zustande gekommen. Ich habe sie angerufen, das war ein Phänomen, wie sie am Telefon war. Und sie war spontan bereit und sie kam und dann hatten wir natürlich eine gute Presse, hatten eine Feier gemacht. Und von da an hatten wir einen unwahrscheinlich guten Kontakt zu ihr. Also sie hat mehrfach bei uns gewohnt, ich habe sie immer oftmals chauffiert und es war eine ganz, ganz liebe Beziehung über viele, viele Jahre. Leider lebt sie nicht mehr. Aber Sie hatten auch Kontakt zu den anderen Darstellern, auch ja, zu den Produzenten? Mehr oder weniger. Wussow ganz gut, besonders Wussow war. Wussow war ein ganz einmaliger Mensch, der also, ich meine einfach, er hatte nur Gutes getan. Er hat ja auch vieles getan für diese Kinderkrebshilfe. Er hat Millionen bereitgestellt durch seine Anwesenheit, dass die Katharinenhöhe und dann später Tannheim, da wurde vieles, vieles gemacht durch seine Initiative. Und mit Jochen Schröder habe ich heute noch ganz tollen Kontakt, der Pfleger Mischa spielte. Und ja, im Moment auch ein bisschen mit Barbara Wussow versuche ich in Kontakt zu treten, auch mit ihrem Bruder Sascha, weil die haben ja jetzt diese Geschichte in Tannheim weiter gemacht mit der Kinderkrebshilfe. Und ja, dem einen mehr, dem einen weniger. Ich habe es immer so gehalten, wenn ich spürte, die Leute wollen das nicht unbedingt so, dann habe ich mich auch ein bisschen zurückgehalten.
Und ich bin eigentlich immer mit gut gefahren. Manchmal habe ich mir Vorwürfe gemacht, warum war ich nicht etwas mutiger. Aber im Großen und Ganzen war es eine einmalige Geschichte, die ich eigentlich nie missen möchte. Und ich kann das gar nicht beschreiben, was das in unserem Leben verändert hat. So eine Fernsehgeschichte, das ist unglaublich. Als abschließende Frage, finden auch heute noch regelmäßig organisierte Fantreffen hier in Ihrem Café statt? Ja, da gibt es einen Fanclub und die Simone Rhein aus Herscheid, ja, die macht das ganz gut und manchmal sind sie ein bisschen, sie meinen, sie wollten Fortführen der Serie erzwingen, aber das ist einfach nicht machbar. Der Herr Rademann, ich kann ihn gut verstehen, er will das nicht, aus ganz bestimmten Gründen. Und diese Fantreffen werden weiterhin stattfinden, jedes Jahr. Also das will man aufrechterhalten. Das haben, und da bin ich auch offen dafür. Solange ich kann, mache ich da mit. Und es ist immer wieder nett. Und sind natürlich auch manchmal ein paar gravierende Fans drunter, die manchmal die Realitäten etwas außen vor lassen. Aber sonst im Großen und Ganzen ist es immer eine ganz tolle Geschichte. Herr Schild, vielen Dank für Ihre umfangreiche Auskunft. Bitte, bitte, gerne.